Ah, grüezi, liebe Leute, grüezi. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute ist hier in Mecklenburg ein wunderschöner, sonniger Tag mittlerweile. Turniertag Nummer 2. Wie versprochen, die Regelmäßigkeit ist da. Gestern viermal gewonnen, einmal verloren. Anscheinend gestern auch zweimal verloren, einmal gewonnen in der Verteidigung. War das die Allianz? 7, 8, 9? Familienzocker. Okay, na gut. So, wir befinden uns aktuell in den Top 25%. Das wird hoffentlich noch besser. Schauen wir mal, was uns heute so erwarten tut, ne? Ja, das lassen wir so. Aber ihr seht schon, die Marken, die sich hier unten sammeln, werden schon wieder mehr. Und wir haben grün rausgenommen. Oh, meine Güte, du. Das war schon wieder eine der besten Entscheidungen unseres Lebens. Jesus Christus, ey. Naja. Einer weg. Four to go. Hey, wir machen das ganz geschmeidig und gechillt. Was soll passieren? Okay. Er hat sich wieder verklickt. Das wäre jetzt der Tod für Thüringen gewesen. Wenn wir jetzt dadurch verlieren, können wir schon einen Anfall kriegen, ne? Ist ja nicht so, als wäre ich zu doof, hier mal ein paar Steine richtig zu schieben. Manchmal ist es auch blödsinnig, wenn das hier nicht genommen wird und wir verlieren. Ich sage euch das. Guckt euch das an. Unfassbar. Das noch gewinnen. Na. Wir werden es gewinnen. Aber knappe Kiste. Ihr seht unfassbar, was passieren kann, wenn man einen Zug ja, verschlammt, in Anführungsstrichen. Dabei war das meines Erachtens gar nicht meine Schuld. Ich habe ja das Richtige gedrückt, aber. Nun ja. So. Jetzt werden wir auf jeden Fall wieder ein bisschen umdisponieren. Bisschen Heilung herbeiführen. So. Ein bisschen gambeln. Hoffen, dass Bane getroffen hat. Da wurde nicht getroffen, aber das ist nicht so wild. Das sollten wir trotzdem gewonnen haben. Bei 900 Schaden, ey, Wahnsinn. So. Da steht mal eine vernünftige Verteidigung. Wie umgehen wir das? Tja, ich habe keine Ahnung. Wie umgehen wir das? Zeit, dass wir noch mehr Lia mal leveln. So viele 3 Sterne, die man mal leveln müsste. Keine Zeit für irgendwas.
Blau, rot, grün, meine Güte, nicht das, was ich brauche. Direkt weggeklatscht, ist natürlich klar. Ihr seht schon, wie Cassini Schaden über Schaden oder mit sich hochgeheilt und effektiv kriegen wir hier nichts. Das ist der Oberburner, ey. Vielleicht kriegen wir wieder Schaden, dann stirbt wieder jemand. Oh, unfassbar. Das war auch gar nicht vorhersehbar. Nein, nein. Und es wird wieder geheilt. Ist das nicht wunderschön? Ihr seht schon, das Board, es kommt nichts. Und wieder geheilt und wieder Schaden. Und never ending story und Tod und wunderbar. Nix kam hier, nix. Wie soll man gegen so ein schwaches Team gewinnen, wenn einfach nichts kommt? Regt mich richtig auf. Weil das hat nichts mehr mit Skill zu tun. Du kannst der beste Spieler der Welt sein, du kannst das beste Team haben überhaupt, wenn einfach nichts kommt. Ne? Und du kannst das Board clearen. Ihr habt es gesehen, ich habe es gerade eineinhalb Mal, zweimal geklärt. Da kam nichts. Es kam einfach nichts. Dahinter fragt man doch. Das ist ja ähnlich wie mit dem Puls. Du investierst Geld, du investierst Zeit, Mühe, ne? Müsstest einer der besten Spieler sein und kriegst einfach keine Helden. Du kannst dich ergo nicht verbessern, kannst dein Line-Up nicht verbessern. Bist immer darauf angewiesen, dass die 1,3% lächerlich übrigens irgendwie procken und man mal Glück hat. Ist das schon wieder lächerlich, ey. Das ist schon wieder absolut lächerlich, was hier passiert. Da habe ich auch gar keine Lust mehr zu reden. Das ist unfassbar, was hier schon wieder passiert, wirklich. Das muss man mal so sagen. Geht auf keine Kuhhaut. Zweimal verloren, ey. Leckt mich am Arsch.